Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Ist das nicht irgendwie ein bisschen witzig, dass jetzt so viel, wirklich, wenn man sich so die Release-Listen der letzten Jahre anguckt, dann gibt es eigentlich zu 50% gefühlt manchmal, abgesehen von der Indie-Sparte natürlich, nur noch Remakes und Reimaginings und Reboots auch vielleicht teilweise von altem Zeug. Aber hey, irgendwie macht das doch im Videospielsektor aktuell sogar noch viel mehr Sinn, in vielerlei Hinsicht zumindest, als zum Beispiel bei Filmen, wo das ja auch nichts Ungewöhnliches ist, so ein Reboot. Denn Videospiele schreiten einfach technisch aktuell immer noch rasend schnell voran, aber gerade was sich in den letzten 20 Jahren insgesamt getan hat, ist einfach unglaublich. Und da macht es durchaus Sinn, dass jetzt zum Beispiel ein Entwickler sagt, okay, unsere Version des Spiels konnten wir halt damals vor 15 Jahren bei weitem nicht umsetzen. Deswegen machen wir das jetzt heute mit den modernen Möglichkeiten. Aber so ist es in Wirklichkeit eher nicht, ne? Das klingt schön, wenn ich das so sage und nachvollziehbar, aber ich bin mir ziemlich sicher, in Wirklichkeit ist es eher der Fall von, hey, da könnte man noch mal ein bisschen Geld aus der Lizenz pressen. Mit Nostalgie kann man Kohle verdienen. Und es ist selten so, dass da noch der Originalentwickler wirklich dahinter steht, sondern halt der gleiche Name, die gleichen Lizenzinhaber, aber ne, dass jemand seine kreative Vision von damals verwirklichen will, ist, glaube ich, eher selten der Fall, bis nicht. Ich weiß jetzt gerade noch nicht genau, wo das hinführt, das Rätsel. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schnell sie aufladen, wenn es geht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich lasse jetzt einfach das Blaue holen. Dann hebe ich den anderen Container runter und fertig, oder? Keine Ahnung. Ach, jetzt kann ich den Arm nicht wechseln, solange sie da drauf ist. Na dann. Ein irgendwie cooler Soundtrack, der hier läuft. Ich weiß nicht genau, was das wird, wenn es fertig ist, aber es gefällt mir. Amplifikation. Dann war der andere Arm. Warum geht denn der wieder zurück in Ausgangsposition? Den hätte ich da schon brauchen können, wo er war, Mensch. Den müssen wir jetzt nachher wieder zu ihr rüber navigieren. Na gut. Vorsicht. Warum kann ich den hier nicht absetzen? Verstehe ich nicht. Ich würde den gerne hier platzieren, aber irgendwie geht das nicht. Lässt mich nicht. Da ist doch sogar eine Markierung am Boden. Ich dachte nämlich, dass sie dann von dem Container da einfach und so. Also, dass ich sie da von einem Arm zum anderen und so, keine Ahnung. Hilfe! Hey, ich weiß wirklich nicht, wie wir das dann machen ansonsten. Was soll denn das? Ja, also den kann ich jetzt quasi nirgends hin bewegen, oder? Außer wieder zurück, wo ich ihn her habe. Auch wenn ich das sehr seltsam finde, aber okay, meinetwegen. Dann habe ich noch eine andere Idee. Aber das ist so ziemlich auch das Einzige, was man sonst noch machen könnte. Und ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber ich... Naja, okay. Nee, es funktioniert nicht. Ich würde nämlich gern eigentlich den wieder aufnehmen, den Container, der da jetzt steht. Aber das kann ich gar nicht. Ich weiß wirklich jetzt nicht, wo das hinführt mit diesem Rätsel. Aber gut, schauen wir mal.
Kann ich jetzt den Container vielleicht wieder aufnehmen, wo ich sie bewegt habe? Ja. Ah, aber jetzt steht sie natürlich genau da, wo ich den Container hinbringen müsste. Manchmal ist das Spiel echt gemein. So, jetzt komm. Weil ich dich nicht anders... Ich, weißt du, wäre es schön, wenn ich einfach runterrufen könnte. Geh doch mal schnell einen Meter zur Seite. Aber nein. Ich muss sie jetzt quasi wie eine Kiste behandeln. Im Grunde ist das so ein bisschen wie der Wassertempel aus Ocarina of Time. Nur anders. Ach, kann ich sie tatsächlich nur in diesen Abstellzonen platzieren? Als wäre sie wirklich eine Kiste? Anscheinend. Lustig ein bisschen. Na, wenn das jetzt nicht geht. Okay, es geht nicht. Weil dann wäre ich jetzt echt verzweifelt gewesen. Dann hätte ich nicht gewusst, was ich jetzt tun soll. So. Und jetzt stelle ich den auf den anderen drauf. Auch wenn ich nicht weiß, wohin das führen soll. Aber ich kann ihn scheinbar nicht einfach fallen lassen oder so. Er darf nicht schweben. Keine Ahnung. Ja, das geht. Okay. Und jetzt muss ich quasi... Aerith noch... hin und her transportieren. Gut, gut. Machen wir. Cloud! Jaha, ich bin ja schon dabei. Ich lass dir jetzt die Leiter runter. Das war eine schwere Geburt. Schlecht. Wolltest du etwa... Weiter geht's. Mach dir nichts draus, Cloud. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so. Hey, ihr zwei Toten habt ihr da. Die Gangster. Der Gangster D, um genau zu sein. Kann ich da eigentlich auch... Ah, ich kann tatsächlich durchschalten, aber irgendwie... Nur... Naja, wie dem auch sei. Bandit der kriminellen Bande, die sich in den Slums eingenistet hat. Manchmal schließen sich Mitglieder rivalisierender Banden zusammen, um Schwächere zu überfallen und deren Habseligkeiten zu rauben. Kill it with fire! Geschafft! Da, der Ausgang!
Ah, der Spielplatz. An den kann ich mich aus dem Originalspiel noch erinnern. Das ist das Tor zu den Slums von Sektor 7. Ist verschlossen. Und nun? Wie wär's, wenn wir etwas plaudern? Nein, dafür haben wir keine... Komm schon, hier lang. Beeil dich! Früher habe ich hier manchmal Blumen verkauft, weißt du? Ach ja? Sag mal, Cloud, du warst Rang 1, nicht wahr? Ja. Aha. Ist das etwa ein Problem? Mm-mm. Du ähnelst ihm nur. Ähneln? Wem denn? Meiner ersten großen Liebe. Wie hieß er? Kenn ihn vielleicht. Alles okay? Wie hübsch. Deine Augen. Ach so. Das sind die Folgen des Marco. Hat jeder Soldat. Ich weiß. Hätte nichts sagen sollen. Lass uns weiter. Wir müssen nach vorne blicken. Oh, kann man hier wirklich... Ja, kann man. Gut. Gut. Ja, wenn es hier eine Möglichkeit zum Training gibt, ne? Muss man die natürlich nutzen. Aber rutschen kann man nicht. Das ist aber... Oh, ah! Es geht doch! Yes! Das ist schon ziemlich cool. Voila! Huh? Warte mal eben. Dann... Bitte sehr. Kommst du alleine nach Hause? Was wäre denn, wenn nicht? Dann bringe ich dich. Das wäre doch albern. Oh. Ist schon okay. Zurück nehme ich nämlich einfach die sichere Abkürzung. Also dann, willst du los? Ja. Oh.
Chocobo! Höher! Tiefer! Cloud! Ein Glück! Du hast überlebt! Was machst du hier? Psst! Die Details erkläre ich dir später. Ich will Corneo etwas auf den Zahn fühlen. Geh du zur Bar zurück und melde dich bei Barrett. Aber... Keine Angst, ich komm klar. Wer Ärger macht, kriegt einen Tritt. Also gut. Ja! Los! Nichts da! Du musst ihr helfen! Ach was, die wird mit den Kerlen da locker fertig. Corneo ist tückisch wie eine Schlange. Wie stark deine Freundin auch ist, er wird sich um sie wickeln und ihren Widerstand einfach brechen. Außerdem fährt sie direkt in sein Nest. Da gibt es noch andere Gefahren. Los, Cloud. Sie ist dir doch wichtig. Du musst ihr helfen. Jetzt komm! Drama Queen. Tifa kann echt gut auf sich allein aufpassen. Keine Zeit zu verlieren. Mein Gott, mach halt hier jetzt nicht so, also wirklich. Aber Leute, für heute machen wir jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Bevor wir Sektor 6 anschauen, ist jetzt erstmal Ende Gelände. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.